Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Paper Mario. Ja, wer hat den letzten Part aufgepasst, was wir jetzt machen müssen? Und zwar müssen wir die richtige Reihenfolge dieser Kisten antippen. Und wir beginnen mit der Reihenfolge. Erst gelb, dann grün, dann kommt rot und dann folgt blau. Und wir lagen damit richtig. Ah, sehr schön. Und noch ein schönes Geschenk. Ich habe kleine Vorbereitungen gemacht. Ich habe mich ausgeruht, habe alles aufgefüllt lassen und habe nochmal was eingekauft. Und würde mal sagen, jetzt geht's zum Roten Bahnhof. Signore, fahren Sie uns zum Roten Bahnhof, bitte. Wir fahren los, alle einsteigen. Wir können natürlich wieder skippen. Und heute werden wir unseren Teampartner sehen. Den neuen Teampartner. So. Den Ankunft am Roten Bahnhof, immer dasselbe. Und hier haben wir sogar eine Erfrischungsbox. Sehr schön. Also, falls wir kaputt gehen, da haben wir noch eine Erfrischungsbox. Geht das jetzt in zwei Wegen nochmal? Ich muss mal gucken. Ich glaube, hier müssen wir zuerst, ja. Oh, ein Gegner. Naja, für uns ist das jetzt mittlerweile leichtes Frühstück. Wir müssen jetzt nämlich da hoch. Denn wir kriegen jetzt hier noch was Wichtiges. Und danach geht's nach rechts. Ich glaube, das macht... Ey, ich denke mir gerade, wer macht denn hier die komischen Geräusche? Das Ding da ist das. So, bitte nach oben. Gut, Mario hat's auch geschafft. Ah, das... Ich würde mal wissen, was da drin ist. Deswegen gehen wir mal hier hoch. Langsam geht mir die Melodie. Ist ein Ohrwurm langsam geworden. Ne, ach, sind wir nur Münzen. Ich habe genug mittlerweile, finde ich. So, oh, noch so. Ich stehe nicht mehr lange vor dem Level Up mittlerweile. Das läuft hier bahnbrechend. So. Meine Sprungskills zeigen ihr wahres Können. Ich habe jetzt schon mal, ne, wir sind ja jetzt schon im vierten Kapitel und da macht man sich ja jetzt schon langsam Gedanken, oh, wie machst du jetzt das mit dem Finale und welches Projekt kommt danach? Keine Sorge, das nächste Projekt, das wird genauso. Ah, das hilft für den nächsten Teampartner, den holen wir uns jetzt mal ab besser. So, geht's hier rein. Jemand ist gekommen. Jemand ist hier im Dunkeln. Wer bist du denn? Hey, kannst du sein? Oh, es ist Mario. Jetzt bist du mein Mario. Ich lasse dich nie mehr gehen. Oh, wer bist du denn, Junge? Creeping Face. Ui, ich werde mir ganz rasch um dich kümmern und dann in der Dunkelheit zurückkehren. Ich hasse das Licht. Deswegen nehme ich dich mit in die tiefste Finsternis. Ich kann trotzdem gehen. Bringt nix. Mitglied wechseln auf Gumbario. Au, 5 Schaden, du. Ja. Ich habe eine bessere. Können wir nicht einsetzen? Hm. Wir müssen die Laterne kaputt machen. Das ist Jack Laterne. Er weicht Angriffe aus, indem er sich mit Dunkelheit umgibt. Maximale KP 40, Angriffskraft 5, Verteidigung 0. Deine Freunde wie erleiden ebenfalls Schaden, wenn er seine Blitzattacke ausführt. Die Angriffskraft dieser Attacke beträgt 2. Triff mehrmals die Laterne, um sie heller leuchten zu lassen. Dann kannst du ihn auch direkt treffen. Sobald er sichtbar wird, solltest du den Kopf angreifen. Okay, mach mal. Es sieht nicht so aus, als wird es... Oh, wow, das Licht ist so hell. Das ist nicht gut. Hier dunkler und dunkler. Toll.
Ja, ist Teller. Aua. Kann ich ihn jetzt... Ich kann ihn nicht angreifen, ne? Doch, ich kann ihn angreifen. Mit dem Powerhüpfer. Schön, das hat wehgetan. Ach, jetzt hat er wieder die Laterne ausgemacht. Man kann ihn zwar sehen. So, komm, jetzt muss das Licht mal angehen. Oh, langsam halte ich das auch nicht mehr aus. So, jetzt müssen wir ihn... Oh, jetzt erkennen wir ihn. Ja, ich brauche aber noch ein bisschen Power. Ah, jetzt macht er sein Lichtlein aus. Darf dann nicht wahr sein. Ich esse mal besser einen Superpilz. Oh Mann, der Kampf zieht sich in die Länge. Das gefällt mir nicht. Ach, 2 Schaden. Oh, ich kann ihn doch schon... Ich kann ihn schon angreifen. Haha. Komm, noch mehr. Ich mach dir schon gut. Macht er sein Lichtlein aus? Man merkt das nicht so, aber ich sehe das so ein bisschen. Es wird immer ein kleines bisschen heller. Au, 4 Schaden, Junge. 4 Schaden. So, jetzt machen wir dich fertig. Jetzt habe ich es satt. Na, 16. Hat schon was gebracht. Noch 12, das kriegen wir hin. Ja, mach deine Kerzen aus. Du wirst nicht mehr lange an die Kerzen was haben. Wir laden mal Gumbario erstmal auf. Und wenn der Gumbario aufgeladen ist, dann zerschmettert er. So, jetzt müsste die Laterne an. Au, nein! Gumbario ist verletzt! Nein! Kann ich trotzdem angreifen? Ja, ich kann ihn angreifen. Umsonst Gumbario aufgeladen. Ah, noch 5. Ja, macht sein Kerzen jetzt aus. Wir gehen aber mal Gumbario die Ehre, ihn zu besiegen. Gumbario ist jetzt nämlich fit. Au! Jetzt hatte ich ihn satt. So, Gumbario, Kopfnuss. Bam! Du bist besiegt. Level up, genau 16. Das heißt Level up. Was machen wir Level up? Ich würde mal sagen die BP. Nein! Sind da jetzt abgehauen? Warte! Lass mich nicht zurück, bitte, lass mich raus hier. Eine sprechende Lampe. Lass mich nicht zurück. Okay, komm. Hier, Herr Schnauzbart, ich bin Watt. Lass du mich von hier raus? Ja, gut. So, kaputt gemacht. Oh, putzig. Was bist du denn? Ich bin frei. Ich bin so froh. Danke, Herr Schnauzbart. Okay. Hey, bist du nicht Mario? Ja. Ich Mario. It's me, Mario. Du hast mich gerettet wie ein Held. Du bist doch ein Held, oder? Du bist der Coolste. Du hast mich vom Bösen gerettet. Das kleine Kinder. Das werde ich dir nie vergessen. Ich gehe mit dir, Mario, okay? Ich habe gehört, wie die Shy Guys gesagt haben, dass du versuchst, Prinzessin Peach vor Bowser zu retten. Du bist super toll. Du bist der Größte. Ich glaube, du bist der Beste. Deswegen möchte ich dir helfen. Ich will auch brav und ehrlich sein. Aber jetzt kam gerade ein Auto vorbeigefahren. Was gehört zu deinem Team? Mein neues Teammitglied.
drücke, sondern um die Umgebung zu ändern. So werden auch unsichtbare Blöcke ans Licht gebracht. Im Kampf kann sich Watt gegen Elektrohebel schockieren oder mit einem Powershock lähmen. Sehr schön, jetzt haben wir einen neuen Gegner. Bla bla. Naja, es geht jetzt einfach weiter. Habt ihr den Block gesehen? Zack. Nein, ich will jetzt nichts. Watt können wir gut gebrauchen. Watt ist gut. Watt ist mit einer auch der besten Teammitglieder. Neben Paracario und Gumbario. Aber es ist nicht der stärkste. Schade. Aber jetzt können wir Watt wenigstens aufleveln schon mal. Können wir ja nur noch Watt. Logisch. So, jetzt sollen wir aufgestuft werden? Ja. Watt wird jetzt ultimativ. Watt wurde in Superrang aufgestuft. Watt kann keine neue Fähigkeit werden. Oh. Du hast den Meditationsorden erhalten. Der Fokuskommando lädt die Sterne mehr auf. Watt ist geil. Ich finde, Watt ist beste Helfer. Mit einer der besten. Ich lass weiterhin Watt laufen. Vielleicht finden wir hier noch was. Oh, wieder ein unsichtbarer Block. Und mit einem Wollpilz. Ah, komm, Honigsirup. Oh, hier auch wieder ein unsichtbarer Block. Superpilz. Als hätte ich nicht genug Superpilze. So. So, wir werden uns jetzt erstmal besser erfrischen. Obwohl, ist nicht notwendig, aber zur Sicherheit immer. Und nochmal schön saven. Save. Wie immer. Oh, nichts Besonderes. Ich würde mal sagen, hier geht's weiter. Das sieht mir so aus, als würde man hier. Nein. Haben wir hier irgendwo noch was? Einen besonderen Einsatz für unsere liebe Boombette. So, machen wir hier. Machen wir jetzt hier mal auf Krawall. Tür auf, bitte. Dankeschön. Hallo! Lauft lieber, lauft ihr kleinen Würmer. Wie die alle heulen und rumlaufen. Bitte voll auf den Mauer. Lauf, kleiner, lauf. Okay. Ich könnte jetzt hier Watt gebrauchen. Watt. Ich meine, hier wäre es. Nein. Ha, ich weiß so. Ja, hier brauchen wir einen doppelten Einsatz, würde ich mal sagen. Nein, immer noch nicht. So, jetzt brauchen wir Cooper. Erklärung? Erkläre ich jetzt. Erstmal, ich will diesen Sternwind haben. Der ist nämlich sehr effektiv. So. Sternwind. Gegen alle. Da können wir nämlich, gut, was könnte man wegschmeißen? Eine Feuerblume. Die ist nämlich schwach. Die ist die Schwester, Alter. Okay, den besiegen wir. Naja, der Gegner hat sich ein bisschen stärker erwiesen, als ich denke. Ich würde mal sagen... Schäfchen, Schäfchen. Super Soda. So. Ich würde hier ein paar Items mehr einsetzen als normal. Aber ich würde mal sagen, hier beenden wir den Part. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Paper Mario. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann und ciao, Leute. Wenn euch dieser Part von Paper Mario gefallen hat, könnt ihr ihn bewerten mit einem Daumen hoch, wenn euch dieser Part gefallen hat, und mit einem Daumen runter, wenn er euch nicht gefallen hat. Feedback, Kommentare und Kritik sind wie immer erwünscht, und ihr habt einfache Verlinkungen in diesem Bild und in der Beschreibung für die Playlist und für das nächste Video. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und beim Zuschauen der nächsten Folgen. Bis dann und ciao, Leute.